Hallo Tierfreunde, heute möchte ich euch die europäische Zwergmaus vorstellen. Hier befinden wir uns in einem für sie geeigneten Lebensraum. Oft baut sie ihre Nester an den Halmen des Getreides, aber es gehört sehr viel Geduld und Glück dazu, wenn man den kleinen Lebenskünstler in der freien Natur sehen will. Deshalb haben wir sie für euch in einem Terrarium beobachtet. Eurasische Zwergmäuse gehören mit zu den kleinsten Säugetieren der Welt. Die bis zu 9 Gramm schweren Nager haben eine Größe von 5 bis 7 Zentimeter. Um eurasische Zwergmäuse in menschlicher Obhut zu halten, sollten sie in einem Terrarium mit einer Größe von mindestens 80 x 80 x 40 Zentimeter untergebracht werden. Neben senkrechten Klettermöglichkeiten sollten den Tieren auch Versteckmöglichkeiten am Boden angeboten werden. Will man eurasische Zwergmäuse züchten, sollte man ein Männchen und ein Weibchen einsetzen. Die Nager legen ihre Nester zumeist zwischen Halmen und Zweigen an, aber auch Bodennester sind keine Seltenheit. Die Tragzeit beträgt 17 bis 18 Tage. In der Regel werden 3 bis 8 Jungtiere geboren, die etwa die Größe eines Kürbiskerns haben. Nach ungefähr 18 Tagen verlassen die Jungen das Nest und sind selbstständig. Geschlechtsreif sind sie nach einem Monat. Befindet sich eine größere Anzahl Männchen im Terrarium, kommt es häufig zu Beißereien, die nicht selten im Kannibalismus enden. Obwohl die Tiere 3 bis 4 Jahre alt werden, sind Zwergmäuse nur in den ersten beiden Jahren reproduktiv. Als Futter reicht man Goldhamsternahrung und Waldvogelfutter sowie Gemüse und Obst. Die Nager benötigen einen hohen Anteil tierischen Eiweißes. Mindestens 2-mal in der Woche sollte man deshalb unterschiedliche Insekten füttern. Für das Halten von eurasischen Zwergmäusen gilt, es dürfen keine Tiere aus der Natur entnommen werden. Sie sind in Deutschland selten geworden und stehen auf der Liste geschützter Arten, weshalb nur registrierte Tiere erworben werden dürfen. Ebenso benötigt der Halter eine entsprechende Lizenzierung der unteren Naturschutzbehörden. Alles in allem jedoch sind eurasische Zwergmäuse interessante Pfleglinge, die tagaktiv sind und weniger hohe Ansprüche an den Halter stellen als manch exotisches Tier.